Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Ja, dieser mysteriöse Fremde, Ardyn soll man ihn ja nennen, hat uns hier an diese Raststelle gelockt und möchte uns scheinbar zeigen, wie wir mit einem Riesen kommunizieren können, so wie ich das in der Übersicht gelesen hatte. Moment, da, ah nee, bei denen können wir nur kaufen. Dann wollen wir mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Bonjour. Wie mal? Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Ja. Ich bin mir nicht so sicher, nee. Drei Kilometer, ist das jetzt etwa unser Ziel? Wenn ja, würde ich nicht. Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Noct nun auch wieder nicht. Wir sind da. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon auch dieser Umweg. Hallo. Ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Ach so. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann. Macht's gut. Sollen wir jetzt da reinfahren, oder? Ich kann auf jeden Fall fahren. Ach so. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Ja? Soll ich jetzt fahren oder soll ich jetzt aussteigen? Leute? Hallo? Scheint sich fahren. Ich verstehe aber nicht, warum der bei der heutigen Aufnahme komplett am Ruckeln ist. Ein echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja. Ganz so schlimm ist da auch nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, ne? Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Boah, dass man da aber auch nirgendwo richtig beschleunigen kann, das ist ja ätzend. Ich verstehe auch nicht, wieso wir hier mit dem Auto reinfahren müssen. Kommt jetzt gleich der große Sprung und dann bin ich auf der anderen Seite, oder? Wie muss ich das verstehen? Ey, ganz ehrlich, ich wäre zu Fuß so viel schneller gewesen. Ich verstehe nicht, warum ich nicht aussteigen durfte. Fahr! Mach schon! Aber hier draußen beginnt jetzt noch nicht die Kernschmelze oder so, ne? Also nicht, dass der Wagen hier eingeschmelzt wird. Der hat so ein schönes Lila. Ist der eigentlich so komisch silber von oben? Hier scheiße aus. Das war aber vorher nicht. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Da hinten ist auch was zum Einsammeln. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt für Waffen jetzt gerade habe. Okay. Diese Ruinen. Was ist denn das? Sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Noct. Ja, in Ordnung. Hallo. Ja, und nun? Ah, ein Erdbeben! Und was für eins? Vorsicht! Zurück! Ich
Scheiße. Nord! Ich hab dich! Komm, hoch mit dir! Mein Freund, du bist extra runtergesprungen. Geweckt. Er versucht, mir etwas zu sagen. Dann hör zu. Alles in Ordnung, Nockt? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Sucht einen Weg hier runter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Wieso schlittern die nicht auch einfach? Wir gehen alleine weiter? Lauf nicht alleine davon, Nockt. Dann leg einen Zahn zu. Ach so, maximal, okay. Die sind schon aufgebracht genug. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. Unter dem Meteor ist die Gruppe hohen Temperaturen ausgesetzt, die die Zustandsveränderung Gluthitze auslösen. In diesem Zustand nehmen die LP langsam ab. Ja, super. Das ist ja klasse. Wohin? Wohin? Achso, das habe ich ja schon. Unbeschreiblich. Nockt, hier lang. Okay. Geh mir aus dem Weg, ich muss da rum. Bloß kein Fehltritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Halt dich fest! Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich, schnell, rüber! Nord, schaffst du's alleine? Klar, ich habe jahrelang Migräne-Erfahrung hinter mir. Oh nein! Jetzt reicht's langsam, Titan! Ich hab genug! Spar dir die Tiraden für später! Komm! Schneller! Sei still. Schneller geht's nicht. Fast geschnallt! Ziemlich rauer Empfang für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher! Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter! Wir verstehen uns wunderbar. Er will mich zwar killen, so wie es aussieht, aber wir verstehen uns wunderbar. Hallo. Ich hab genug von dem ganzen Gelatsche. Ich hab die Schnauze voll. Ständig diese Nörgelei. Was ist denn jetzt los? Nackt! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Trotzig zeigen. Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das. Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte?
wir Amicitias, sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, Bleutemann, vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Komm, nicht so trotzig, Kleiner. Angespornt durch Gladiolus' Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung König und Schild. Seine Stärke ist temporär um 50% erhöht. Ah. Cool. Dann komm, so, weiter geht's. Ich hab mich abreagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. Verstanden? Gladio. Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Nanu? Klingelt das Telefon? Ach so, meins. Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär ist... Es war so klar. Aufgelegt. Meinte, die Niffen wären hier. Oh, das hat uns noch gefehlt. Das hat uns wirklich noch gefehlt. Da sind sie schon. Du bist bei mir, ja? Aber wir sind diesmal nur zu zweit. Denk dran. Endlich angekommen. Ja, endlich. Eieiei. Na? Er analysiert aber nicht, oder? Der andere analysiert doch, oder? Doch, die Analyse ist... Ja, nee, also die Analyse scheint man komplett vergessen zu können. Super Alexia. Friss das hier, Penner. Ha! Achso, da sollen wir hin. Okay. Warte doch mal auf mich. Du hast gesagt, ich soll nicht alleine weglaufen. Und du wartest nicht auf mich. Kommst du überhaupt mit? Hallo? Achso, wir müssen dahin. Okay. Hallo, Titan. Sprich mit mir. Hey! Hier bin ich! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Geht's noch? Muss ich jetzt gegen den Titan ernsthaft kämpfen? Seine Angriffe überleben. Ja, wie soll ich das denn machen? Ah! Scheiße. Wieso habe ich keine normalen Heiltränke mehr? Hallo? Nein. Ernsthaft jetzt? Wir haben keine gekauft. Oh, scheiße. Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aus. Los. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir dürfen dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Ja, ich bin ausgewichen, aber das schien nicht viel zu... Hier sind wir ihm ausgeliefert. Lauf! Das sagst du so einfach! Ich roll ja schon die ganze Zeit. Aber es scheint gar nicht zu wirken.
Scheiße. Müssen wir denn hin? Los! Scheiße! Kommt er jetzt hoch? Achso. Ah, lauf! Alles okay? Weiter! Er will einfach nicht locker lassen! Ich sehe nichts! Es wäre nur schön, wenn ich was sehen würde, wo ich überhaupt hinlaufe. Claudia! Flieh! Worauf wartest du? Ey, wie soll ich die denn? Ah! Willst du mich verarschen? Das funktioniert nicht. Ich drück Blocken wie blöde, aber es funktioniert nicht, Junge. Okay, einmal hat es jetzt funktioniert. Ja, Kontern hat auch nicht funktioniert. Nee, also Blocken kann man vergessen. Egal, wie oft man... Scheiße, ich kann mich noch nicht mal... Nicht mal heilen. Was ist das für ein Kack? Von diesem Mist. Ich auch. Ha! Gib mir ein Elixier. Supertrank. Nein, das war die falsche Taste. Scheiße. Hä? Wieso bin ich jetzt verletzt, wenn ich den angreife? Mann. Leute. Oh ja, geh bloß nicht zum Warpfell. Locked! Geht es dir gut? Nein, nicht so wirklich. Ihr kommt viel zu spät. Ja, analysier, analysier, komm. Nein, falsche Taste. Scheiße. Ey, da kannst du ja gar nichts gegen den machen, oder wie? Oh, willst du mich verarschen? Dahin. Verdammte Hacke. Ja. Okay. Dann wollen. Los geht's, Leute. Yo. Ja. Hallo? Was macht der? Ich kann keine Königswaffen holen. Wieso macht der das nicht? Nein! Du sollst zum Warp-Punkt, verdammt. Mann. Kann ich mich wieder nicht bewegen? Nein, ich will zum Warp-Punkt. Oh, Leute. Doch, das geht. Ich hab den bloß nicht.
Ich verstehe nicht, warum ich diesen scheiß Waffe nicht machen kann. Moment, ich... Aber in der Ausrüstung kann ich es auch nicht machen. Das ist ja das Problem. Motorklinge. Königswaffen. Okay, von den Königswaffen habe ich jetzt die am besten ist drin. Ja, der macht ja immer nur das, wenn ich das. Aufpassen, sonst war's das für uns. Wo ist er? Ausweichen. Du bist nicht ganz alleine. Sag uns, was wir tun sollen. Nein, hallo. Wir sollen die einfach kämpfen lassen. Das wäre das Einfachste. Komm jetzt, schlag doch mal mit, du Idiot! Das ist dein Ernst? Ja, ich kann die scheiß Waffe aber nicht beschwören. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe keinen Bohrpunkt mehr, Leute! Ist das jetzt euer Ernst? Ey, was ist das für ein scheiß Gegner? Schlagt ihr dir nochmal zum Prall, Mann! Vorbei? Ich denke nicht. Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, verdammt! Hier gewesen? Darum hast du!
nicht so verwirrt. Hat es denn bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein! Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Nocht. Schon gut. Eieiei. Na ja, gut, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, aber das ist auch okay. Gut, das kann man vergessen. Da ist die Farbe wieder nicht so schön. Kann man auch vergessen. Das ist... Hä, was ist denn das da unten für ein Viech? Hä? Das speichern wir mal. Da kann man nicht viel sehen. Das ist ein richtig geiles Bild. Okay.